Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Müller-Witt hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Antrag die Fortsetzung ist einer ganzen Antragsserie. Und wir haben ja auch darüber in der letzten Anhörung diskutiert. Und Sie hätten, Herr Stein, wenn Sie, Sie waren ja dabei, auch wenn Sie diesen Antrag vielleicht besser vorbereitet hätten, auch berücksichtigen sollen, dass darauf hingewiesen worden ist, dass letzten Endes der Begriff Start-up, wirklich zu definieren ist, damit man auch die nötige Differenziertheit in den zukünftigen Diskurs über das Thema Gründungsförderung hineinbringt. Denn das, ja, und die, ja, im Endeffekt ist es so, dass man über das Thema Start-up letzten Endes redet, wenn man definiert, es sind junge Unternehmen in der Gründung. Es ist eine innovative Geschäftsidee. Sie sind ausgelegt auf schnelles Wachstum. Sie haben einen hohen Einsatz von Fremdkapital und Sie haben ein hohes Risikopotenzial. So, und falls Sie diese Definition im Kopf haben, wenn Sie speziell immer über Start-ups reden, dann muss ich Ihnen sagen, da haben Sie 80% der Gründungen hier in Nordrhein-Westfalen außen vor gelassen. Und das sind nicht meine Zahlen letzten Endes, sondern das sind die Zahlen, die Sie nachlesen können bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. So, und Herr Stein, das sollten Sie vielleicht in der Zukunft dann auch berücksichtigen, wenn Sie uns hier mit diesen, wenn Sie uns mit weiteren Anträgen zu diesem Thema quälen wollen. Ich habe jetzt auch die Gelegenheit gehabt, mit den Wirtschaftsjunioren, die bei uns waren, mich auszutauschen, auch zu ihrem Antrag. Und letzten Endes wurde ich auch darauf hingewiesen, auch von denen, die Unternehmen haben, dass sie sich letzten Endes bei dem Begriff Start-ups tatsächlich außen vor fühlen, weil sie verbinden letzten Endes auch mit, neben Innovationsfähigkeit, auch mit dem Begriff Gründung, Gründungskultur, auch den Begriff Solidität. Und das ist auch eine wichtige Komponente, gerade für uns hier, wenn wir über Gründungsförderung reden wollen. Und wenn ich Sie an den Vertreter der Start-up-Szene erinnern darf, wo ich sagen würde, das ist ein klassischer Vertreter, dann ist ihm auch der Satz rausgerutscht, ich möchte in einem Standardgewerbegebiet, das war so sinngemäß, ich möchte in einem Standardgewerbegebiet in Nordrhein-Westfalen nicht tot über dem Zaun hängen. So, da haben wir sicherlich einmal kurz schlucken müssen, aber im Endeffekt, gut, diese Szene braucht ein gewisses Umfeld, aber wie gesagt, neben einem gewissen Umfeld braucht es auch zur Steigerung von Innovationsfähigkeit auch eine gewisse Solidarität. Und die Frage ist, ob wir den Vorsprung, den die USA haben im Bereich der Business-to-Customer-Anbieter, auch tatsächlich aufholen können oder sollten wir tatsächlich dort hinterher hecheln. Und aus meiner Sicht ist da ja der Ansatz, den die Landesregierung gewählt hat, sich auf eigene Stärken zu besinnen, der richtige gewesen bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie. Weil letzten Endes geht es Ihnen ja in dem Antrag darum, dass Sie genau diese Digitalisierungsstrategie, die gefahren wird, beanstanden und die letzten Endes dazu geführt hat, dass es eben nicht eine Konzentration gibt, sondern dass es mehrere Vernetzungsbereiche in Nordrhein-Westfalen geben soll. Und aus meiner Sicht hat auch schon, wenn Sie, ich kann Ihnen gerne diese Veröffentlichung von KPMG zukommen lassen, das ist dort letzten Endes auch skizziert worden, denn Deutschland und gerade Nordrhein-Westfalen insbesondere ist das Land vieler Weltmarktführer und ist auch das Land letzten Endes von Business-to-Business-Anbietern im industriellen Bereich. Und das ist genau die Stärke in Nordrhein-Westfalen und das ist genau der Ansatzpunkt, aus dem man heraus die Digitalisierungsstrategie aufzusetzen hat und das ist auch geschehen. Und letzten Endes, es geht um Vernetzung in allen Bereichen. Es geht um Vernetzung in den Bereichen, die Sie nach Ihrer Definition letzten Endes mit altbacken bezeichnen würden. Ja, ich habe auch gegründet, aber letzten Endes in allem, es war keine innovative Idee, keine neue Idee, sondern ich bin Anbieter im Endeffekt für Dienstleistungen in der Industrie.
So, und deshalb muss man sich auch überlegen, letzten Endes, dass man differenziert vorgeht und auch bei seinen Anträgen vielleicht etwas mehr Sorgfalt auch vornimmt. Aber ich hoffe, dass im Austausch jetzt im Austausch, in der weiteren Debatte im Ausschuss, wir darüber auch noch mal eine Verständigung hinkriegen, was wir hier vielleicht gemeinsam als Startup definieren. Und ich glaube, Sie werden dann auch erkennen, dass diese Strategie, die gefahren wird, für Nordrhein-Westfalen die richtige ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Beisheim.